Moin Moin und willkommen zurück zu Guild Wars 2. Hallo. Dann wollen wir mal Whittaker IH ansprechen. Achso, die habe ich gerade aus Versehen. Ja, das tut mir leid. Eure Arbeitsethik ist bewundernswert. Was genau wollt ihr denn herstellen? Naja, hier fehlt so ziemlich alles. So schlimm, hä? Dann fangt mit den Grundlagen an. Zum Beispiel ein Bett. Einfach und praktisch. Und wenn ihr was verkehrt macht und das Ding zusammenbricht, fallt ihr nicht so tief. Ich kann euch gerne anleiten, aber ich kann das verdammte Ding nicht für euch bauen. Das ist ja gerade das Schöne am Handwerk. Also versucht es selbst. Falls ihr nicht weiterkommt, macht es wie wir Tiefländer. Seht euch um. Die Natur ist der beste Baumeister. Formen, von Winkel, Betten. Muster. Alles ja, Bettbahn, das ist ein langer Text, ja. Vogelnester zum Beispiel. Die Piepmätze schlafen ja auch nicht auf bloßen Holzplanken, hä? Nehmt euch das zum Vorbild. Ihr habt Glück, denn die beste Weberin der Stadt steht genau hinter mir. Das würde ich auch sagen, wenn sie nicht gerade hier wäre. Also, ja, wenn ihr zu mir runterkommen würdet... Ja, und beim Sumpf kriegt es ein Event, da kriegt er auch einen Beherrschungspunkt, bevor wir die Heimatinstanz weitermachen. Ja, dann spreche ich die danach an. Du ich bist schon da oben. Beim roten Kommandeur. Ja, ich versuche da hinzukommen. Sind denn sie weiter unten oder oben? Oh, ne, oben. Ach da, ganz. Ach du Scheiße. Was? Wer? Oh! Na, die Moorkönigin. Dieses Märchen. Ich hätte wenn wir es die nur besiegen, nicht kriegen wir einen Beherrschungspunkt. Man müsste denn auch immer wieder mit. Mit der Kriegsklaue immer schön. Genau. Echten Schatten anzurichten. Er hat mal hier gegen die Kämpfen. Dass sie sterben muss. Dann müssen sie schon härter zuschlagen. Hier steht Verbindung in der Nähe mit vollen Sonnen. Erstmal. Besteigt euer Reittier, okay. Also möglichst viele Moorleichen, denn die Moorleichen, die passen die hoch und dann muss man die auch mal ordentlich beseitigen. Bin dabei. Auch die einen hohen Level haben. So, jetzt aufsteigen. Wo sind die? Da zu dem Sternchen. Und da muss man nur durchbrechen. Also Fertigkeit 5. Ich kann noch nicht wieder aufsteigen. Nur die Wallraben können ihrem Ruf widerstehen. Naja, dann musst du irgendwie so rausgehen, bis du aus dem Fenster bist und dann aufsteigen. Wenn du mal. 5 macht bei mir nichts. Achso, V meinst du? Die fertig, normal fertig, normal. Die fünfte Fertigkeit unten. Ja, ja. Je nachdem. Jetzt die Gerde. Ja, hier macht es schon. So die Moorleiche hier wegzukriegen. Da müssen sie aufziehen.
jede dieser Moorleichen reduziert 5% vom Schaden, wenn die abbekommt. Nö, ich hab einen Traum. Die lässt aber auch schnell welche Maß bauen. Ja. Das ist auf der Made. Und sie nur jetzt wieder auf zwei Tier drauf. Oder dann ist das weg. Dass man aus dem Kampf kommt und dann wieder rein. Dann halt diese Freischenfähigkeit. Es gibt ja auch irgendeinen Erfolg, glaube ich, wo man 500 von den Viechern. Ja. Also da muss man viele Events von diesen Dings machen. Also es gibt hier recht viele Events, wo man die Kriegsklaue braucht. Ja, das habe ich schon gemerkt, dass das gerne eingebaut ist hier. Solltet ihn mit eurem Wanderling festbinden, wenn ihr ihn aufhalten könnt. Nun, dann seid ihr ein besserer Jäger als ich. Jetzt macht euch an die Arbeit, bevor jedes Geschöpf hier im Kriegsland als Krawall endet. So, eigentlich müsstet ihr mehr pumpen. Ja. Ja. Okay. Ja, jetzt können wir die Hammer so. Da hinten ist eine Honigblume und das andere Holzstück, das sind alles Materialien, die man braucht. Wer ist sie denn? Oh.
dann wieder zurück zur. Wenn wir sie töten, gibt sie dann auch Ruhe. Dörfchen. Oh. Jetzt muss das Moor sich erst einmal erholen. Zeit und Geduld. Wasser und frische Luft. Den Winter werden wir schon überstehen. Und die Fremden überstehen wir auch. Na komm, hast mal Schuppe. Wahrscheinlich der ineffizienteste Weg, um da auf die andere Seite zu kommen, aber was soll's. Achso, du musst ja noch mit den Dings reden. Ja, ja. Das Event hatte ich da jetzt eine Pause eingelegt gehabt. Ist ein Champion alleine mache ich das sicherlich nicht. Orikalko, das nehme ich doch mit. So, und jetzt mit der Weberin. Geduldige Weide. Hallo. Ich hörte, ist euer Bett nicht besonders gemütlich. Keine Sorge. Es gibt genug Muster, die auch ein Anfänger weben kann. Ich weiß jetzt, was ihr denkt. Wie können denn diese klobigen Tatzen ein so cooles... Müssen wir nochmal mit ihm schlacken? Nee, aber da drin mit seiner Frau habe ich noch nicht gesprochen gehabt. Und danach muss noch mit Hordiger Lara das Optionale machen. Also auf alle Fälle. Dinge anstellen, die man gern mal übersieht, hm? Dann wollen wir mal sehen. Vielleicht... Oh, genau das ist es. In vielen Traditionen verwendet. Vereinigung von Partnern, Volljährigkeit. Symbolisiert neue Anfänge. Ja, das passt auf euch beide. Prost. Dann beeilt euch mal. Erle wartet sicher schon. Sagt ihm schöne Grüße von mir. Und richtet ihn aus, er ist ein alter Dickschädel, der ruhig mal um Hilfe bitten könnte. Aber ich freue mich, dass er jetzt endlich ein bisschen Licht reinlässt. Gut, und jetzt nochmal optional mit. Genau. Wie du das auch hast. Was brauche ich für Material, um so ein Bett herzustellen? Sein Projekt jede Menge Holz, Stämme von besserer Qualität verwenden. Kann ich Holz veredeln? Könnt. Also das Material in euren Heimstätten veredeln, aber ihr habt gute Arbeit geleistet. Ihr habt jetzt zum Dank ein bisschen was für den Anfang. Sehr großzügig, was brauche ich noch? Ein bisschen Wolle für die Polsterung, Decken und Honigblumen. Die werden für den traditionellen Färbeprozess benötigt, den Weide euch gezeigt hat. Finde ich Honigblumen, sie wachsen hier überall im Delta. Haltet Augen offen. Danke. Gut, dann zeigt... Zeigt uns der Questmark ein. Steht dran, geht mit Material zurück. Ja, gut. Zu eurer Heimstätte zurück. Okay, ja, wie kehre ich dahin zurück? Zum Questmarker. Also zur Story. Ach, da, grünen da Stern. Ist er. Ja, ja, ich sehe ihn jetzt. So, Inanna, sei jetzt nicht so voreilig. Lass Olli vortritt. Bleib weg. Ja. Dann, so, mein Button. Dann... Laha, er hat es hoffentlich nichts ausgemacht, dass ihr euch für sein Handwerk interessiert. Hat er sich wenigstens tolerant gezeigt? Er war einfach froh zu hören, dass ihr hier jetzt endlich mal aufräumen wollt. Na ja, gut, lügen können wir ja, wa? Verwandelt
In der Sägemühle raus, Holz und glatte Bretter für den Ausbau. Also stellt ein traditionelles Kodernbett her. Okay, das wird genau dort bei der Werkbank. Das Traditionelle, das ist das Einfachste. Dort, und da musst du, gibt es ja verschiedene Stufen. Kunstvolles, dafür brauche ich mehr Honig. Unter Anfänger und da glaube ich das Unterste, das traditionelle Kodernbett. Ja, da fehlen noch. Ich habe 6 Honig. 10 Honigblumen brauche ich. Ich habe. Warte 6. Mal. Warte mal, ich schiebe dir welche rüber, dann geht's einfacher. Ist dafür nicht eigentlich da die vorherige gedacht gewesen? Dann hätten sie mir auch sagen sollen, dass ich noch mehr von den Honigblumen brauche. Naja. So. Nachricht senden. X senden. So, jetzt müsste sie genug haben. Danke. Jo, jetzt. Warum ist das ausgegraut? Muss ich erst den ersten Level erlernt haben? Genau. Gut, dann fehlt einfach Erfahrung. Ich muss erstmal die Karte weitermachen. Event. Habe ich letztes Wochenende schmerzhaft gelernt, dass ich kaufe hier Holz wie Donner und verrückt da hinten im Sägewerk und mache du. Und habe mich schon mit Inala kurz geschlossen, der meinte, Rezepte fehlen. Und dann warte aber einfach nur, dass ich Level. Die erste Fahrt in der Heimstadt. Okay, jetzt habe ich hier keinen Button, um rauszukommen, aber unten sind Portale, wenn ich das richtig sehe. Künst. Und nach rechts? Nee, da ist tatsächlich oder du keiner. Hier hinten. Ist nicht hier hinten der Ausgang? Na, dann musst du zum grünen Stern und. Ach so, nee. Wir verlassen den Bereich der Heimatinstanz. Hier hinten. Hier ist was hier. Mit Portale. Hier sind Portale. So, Tieflandküste, da möchte ich ja hin. Zack. Ja, gut. Ja, dann sagen wir an der Stelle mal, wir machen einen kleinen Cut. Und sehen uns gleich wieder. Ciao, ciao. Tschüss.